Du kannst auf mich zählen, du brauchst dringender Schutz als sie. Ja. Stimmt. Und wenn du verletzt wirst, werde ich dir das niemals verzeihen. Na, wenn das kein guter Anreiz ist, weiß ich auch nicht. Genug, genug. Geh heute früh zu Bett. Du hast morgen viel zu erledigen. Manchmal, es wundert mich, wenn die Dialoge vorbei sind, dann bewegen die noch ihren Kopf oder ihre Hand oder stehen einfach nur kurz für einen Moment nochmal so da und machen nichts. Das ist dann immer so 2, 3 Sekunden mit peinlicher, komischer Stille. Kann ich den Jungen nochmal ansprechen? Mama sagt, du passt auf uns auf, solange Papa weg ist. Stimmt das, Onkel? Bitte nenn mich nicht so. Und wenn das Schloss angegriffen Das ist wird, ja echt gemein. gibt's dann auch Drachen? Drachen sind schreckliche Kreaturen, Oren. Sie fressen Menschen. Toll! Ich will einen sehen! Was Gott! ist dein Einfluss, Fergus? Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Bringst du mir bei, wie man ein Schwert benutzt, Onkel? Ich kann auch gegen das Böse kämpfen. Nimm das, du grässlicher Hase! Nimm Die dunkle das! Brut soll mein Schwert der Aufrichtiglichkeit fürchten. Aufrichtiglichkeit? Vielleicht, frag deine Mutter. Ich würde sagen, nein. Nie darf ich was. Keine Sorge, Sohn. Du bekommst schon bald ein Schwert zu sehen, versprochen. Gut. So. Oh, was passiert jetzt? Hilfe? Angst? Es schneit. Anscheinend doch nicht. Was ist los, Junge? Ist da draußen jemand? Wo ist mein Schwert? Gott, wie geht das nochmal? I. So. Bogen. Bogen. Auch keine Ahnung. Kleiner Schild. So schnell die Rüstung anziehen. Okay. Ich bin echt nicht gut hier im Kämpfen, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich richtig kämpfen soll. Komm schon! Warum passiert denn nichts? Der Hund tötet alle. Der Hund macht das. Ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade überhaupt Ich tue. hörte draußen Schreie und habe das Schlimmste befürchtet. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Was ist hier los? Ich wurde von einem Schrei geweckt. In der Halle waren Männer. Darum habe ich die Tür verriegelt. Hast du ihre Schilde gesehen? Das sind Hausmänner. Warum sollten sie uns angreifen? Er hat Vater verraten und schlägt zu, während unsere Soldaten weg sind. Du denkst, Hausmänner kamen absichtlich so spät? Dieser Bastard! Ich schneide ihm seine Zunge ab! Hast du deinen Vater gesehen? Er ist nicht ins Bett gekommen. Nein, ich war in meiner Wir Kammer. müssen ihn finden.
werde ich sicher nicht. Ich bin kein orlesianisches Mauerblümchen. Gib mir ein Schwert und ich verwende es. Gehen wir. Jedes Mal, wenn du in Stufe aufsteigst, gewinnt dein Charakter neue Fähigkeiten und verbessert seine Statistiken. Führe einen Linksklick auf das Plus-Symbol neben dem Porträt deines Charakters aus, um ein neues Level aufzusteigen. Okay, dann machen wir mal Stärke. Zack, machen wir auch mal direkt mal dreimal so. So, zack. Oh nein, ich will noch mein Vielleicht Krieger bleiben. Ich will noch etwas retten. Einige Habseligkeiten deines Vaters sind in der Kiste dort. Toll. Und das hilft mir jetzt inwiefern was? Achso, in der Kiste wahrscheinlich dann. Wird erledigt. Zack. 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 Okay. Dann rüste ich sie mal aus. Okay, dann haben wir einen Dolch immerhin. Ja. Das Schild auf jeden Fall noch. Huch. Gut, fangen wir an. Ach so. Ich kann die ja auch alle, ich sag mal, entleeren. Der ist einfach jetzt schon verwest, okay. Cool. Hallo. Ah, jetzt. Komm schon. Und auf die Fresse. Beenden wir den Scheiß. Stirb! Stirb, stirb, stirb! Der ist ein komischer Magier. Der ist so ein komischer Magier. Komm, stirb, 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 stirb! Ja! Beendet ist dein armseliges Leben! Du Dreckskerl! Gott, ich bekomme schon Halsschmerzen vom Rumschreien. Oh Gott, okay. Wir gehen einmal da lang. Wir müssen unser Gefolg retten. Hörst du die Kampfgeräusche? Hausmänner müssen überall sein. Was machen wir jetzt? Das Haupttor. Dort muss dein Vater sein. Gehen wir hin. Wenn Hausmänner im Schloss sind, kontrollieren sie es längst. Wir müssen also durch den Gesindegang in der Speisekammer fliehen. Hörst du mich? Ich will Hauskopf. Dann überlebe und sorge dafür, dass er bestraft wird. Das hört sich nach ziemlich heftigen Kämpfen an. Oh, erstmal eine Runde Schach, oder? Oh, das Schloss ist gefallen. Ich verschwinde. Fighting, bleib hier und kämpfe. Ja, ja. Da, da kommen sie. Ja, meine Tiere. Ich habe schon alles für die Jagd aus. Ja. Wieso kann ich denn... Wieso schlägt mein Charakter denn nicht? Das check ich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bekomme da auch nur verfehlt, verfehlt, verfehlt. Komm schon! Jetzt stirb doch endlich! So, die werden auch noch fertig gemacht. Huch, was habe ich denn?
Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hallo. Schlag doch. Mein Gott, ey, ist die Steuerung furchtbar. Also, ich weiß nicht, außer mir liegt oder am Spiel. Gott. Und die Musik ist so laut, dass ich echt am Schreien bin. Die Musik ist so, so, so laut bei mir. Aber immer nur, wenn ich am Kämpfen bin. Jetzt ist es wieder total entspannt. Aber gleich, wenn es wieder losgeht, ist es richtig laut. Und ich glaube, für euch wahrscheinlich auch. Ich mache das jetzt mal insgesamt leiser hier bei euch. Oh Gott, also ich rück auf einmal. Weil das schon anstrengend ist, so. Wahrscheinlich wieder verfehlt. Komm schon. Okay, einer tot. Gleich der nächste. Mittelalterkrieg! 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 Ja! Hallo, schlag doch! Was? Jetzt bin ich der Hund! Jetzt bin ich der Hund auf einmal! Die machen das alles für mich. Ich habe bisher, glaube ich, gefühlt 3 Leute bisher getötet. Und das war's. Mehr war's noch nicht. Oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Stirb. Jetzt bin ich einfach mal der Hund. Ah, hier, so. Hier, hier haben wir noch nicht. Jetzt hänge ich da wieder fest irgendwie. Ich würde am liebsten irgend so eine Bewegungssteuerung haben. Beschwerter schlagen. Oh, ich bin möglicherweise gefallen. Und mache jetzt als Hund weiter. Oh, kurz rausgetappt aus Versehen. Jetzt bin ich die Frau. Nein! Komm schon! Nicht meinen Hund angreifen! Komm schon! Ich glaube, das waren alle. Bemannt das Tor! Haltet diese Hundesöhne auf, solange es geht! Diese Hundesöhne. Herr, ihr seid beide am Leben. Ich eigentlich uns, nicht so. Ja. Als ich erkannte, was passierte, konnte ich nur noch die Tore schließen. Aber sie werden Hohes Männer nicht lange aufhalten. Wenn es noch einen Weg aus dem Schloss gibt, benutzt ihn. Schnell. Wir müssen Vater finden. Als ich den Tyrion zuletzt sah, war er schwer verletzt. Ich drängte ihn, sich nicht zu bewegen. Aber er war entschlossen, euch zu finden. Er ist zur Küche gegangen. Vermutlich dachte er, ihr würdet am Gesindeeingang in der Speisekammer auf ihn warten. Gesegnet, Sir Gilmore. Möge der Erbauer über euch wachen. Der Erbauer. Möge er über uns alle wachen. Der Erbauer. Ich lasse euch nicht hier im Stich, Männer. Wo ist der Terran? Lebt er noch? Ja, okay. Wir müssen anscheinend jetzt zu dieser Speisekammer für diesen komischen Gang. Da, wo dann auch irgendwo der König ist. Nein!
Stirb! Stirb! Hallo, dreh dich doch um! Ich glaube, so langsam verstehe ich das Kampfsystem. Wo war aber zum Teufel nochmal diese blöde Speisekammer? Ich habe keine Ahnung mehr, die war ja nicht hier.